Deutschland 1954. Es wird wieder getanzt. Die Jugend zeigt sich politisch. Der Zigarettenhandel blüht. Die Nationalmannschaft trainiert für die Fußball-Weltmeisterschaft. Und ganz Deutschland ist im Fußballfieber. Mensch, Helmut, du Flasche! Du triffst ja lieber aus 3 Metern Möbelwagen! Er ist mein bester Freund. Er glaubt allen Ernstes, dass der Rahn um ihn kein Spiel mehr gewinnen kann. Immer wenn du dabei bist, kann ich die ganz engen Spiele noch umgehen. Jedes Mal. Du gehst jetzt nach Hause. Aber jetzt spiel doch. Schluss jetzt ab nach Hause. Und fang bloß nicht an zu heulen. Ein deutscher Junge weint nicht. Ich würde lieber dich als Vater haben. So was darfst du nicht sagen, Mathis. Männer, in 2 Wochen geht's los. Wir spielen in der Schweiz, da wollen wir einen guten Eindruck hinterlassen. Viel Glück, Boss. War Papa früher auch so? Papa ist auch ein ganz großer. Wenn wir alle ihm helfen, dann wirst du dich noch wundern, was du für einen tollen Vater hast. Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten. Weltmeisterschaftsendrunde in der Schweiz. Hütte des kleinen Nürnbergers draußen am Flügel startet Rahn neben einem Raum. Man spielt, er spielt! Wir sind im Endspiel. Steh auf, wir machen einen kleinen Ausflug. Wo fahren wir überhaupt hin? Deutschland im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist ein echtes Fußballwunder. Wir haben den Krieg verloren. Wir verlieren auch dieses Endspiel. Sehen Sie tatsächlich eine reale Chance auf einen Sieg? Sie wissen nicht, dass wir stark genug sind, Sie zu schlagen.